689 Polizistinnen und Polizisten haben 2015 psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Das waren so viele wie noch nie zuvor. Einer der Gründe waren die vielen und die teils langen Einsätze rund um die Flüchtlingswelle vergangenen Herbst. Aber das Innenministerium hat auch sein Betreuungsangebot ausgebaut und umbenannt. Heute heißt das Stressbewältigung und Peer Support, also kollegiale Unterstützung. Und ohne das Etikett psychische Probleme haben offenbar Polizisten auch weniger Scheu, sich helfen zu lassen, berichtet Peter Träumbacher. Mittlerweile sind es Routineeinsätze an den Grenzen, wie jener hier in Nickelsdorf im Burgenland. Aber wenn dann etwa ein Kastenwagen angehalten wird, bei dem die Türen partout nicht zu öffnen sind, dann weckt das Erinnerungen. Die vergangenen Monate haben ja mehrfach gezeigt, wie schnell aus der Routine eine Ausnahmesituation werden kann. Der Tod von 71 Flüchtlingen auf der Ostautobahn, die Amokfahrt von Graz oder die Flüchtlingswelle im Herbst waren solche für die Polizisten. Seither werden sie auch verstärkt direkt an Ort und Stelle psychologisch begleitet. Also wenn wir Einsatzbegleitung machen, ist für uns einmal das Wichtigste, Kontakt herzustellen und einfach aber auszuloten, wo die Problemstellungen auch liegen. Das ist ganz unterschiedlich, das können Belastungen aus dem Einsatz sein, das können Rahmenbedingungen sein, die den Einsatz ausmachen, das ist ganz unterschiedlich gelagert. Diese Rahmenbedingungen haben sich dann ja bekanntlich auch massiv verändert. Der Flüchtlingsstrom im Herbst hat viele Polizisten vor gänzlich neue Probleme gestellt. Wo der Druck so groß geworden ist, dass dann auch Frauen mit Kindern zum Beispiel drinnen waren, ja, und es dann wirklich die Frauen auch schon total aufgelöst waren, ihre Kinder in die Höhe gehalten haben und halt irgendwie versucht haben, die da aus diesem Druck rauszunehmen und die Kollegen dann natürlich auch sehr gefordert waren, das da irgendwie zu lösen, die Situation, die Kinder rauszunehmen. Und das sind halt immer so Szenen, gerade wenn es um Kinder geht, die natürlich bei den meisten dann schon Eindruck hinterlassen, sage ich jetzt einmal. Dass immer mehr Polizisten den psychologischen Dienst in Anspruch nehmen, hat aber auch andere Gründe. Es trauen sich auch mehr, hinzugehen. Zum einen ist der Nimbus der Unverletzlichkeit gefallen und zum anderen aber auch die Begeisterung dafür, dass das Ressort Maßnahmen anbietet, was zu meiner persönlichen Gesundheitshygiene dazu beiträgt. Das Innenministerium hat auch 70 Polizisten ausgebildet, die vor Ort als psychologische Ersthelfer im Einsatz sind. Und man weiß, dass die persönliche Psychohygiene ein sehr wichtiger Bereich dafür ist, zum einen am Abend gesund nach Hause zu gehen und am nächsten Tag auch wieder den Job mit neuer Energie aufnehmen zu können. Als besonders belastend gelten Fälle, in denen Kinder oder Kollegen zu Opfern werden, Einsätze, in denen geschossen wird und freilich große Menschenmengen. Wo es dann auch zu Rangeleien gekommen ist, jeder wollte zu den Bussen, ja, was natürlich auch nicht so einfach zum Handeln ist. Es waren aber auch natürlich sehr viele Gespräche in die Richtung, ja, wie geht es den Flüchtlingen, also auch das war natürlich Thema. Viele Dinge drehen sich aber auch ganz einfach um Rahmenbedingungen im Einsatz. Aber mittlerweile ist es wieder ruhig an der Grenze. Und auch beim Kastenwagen mit den verriegelten Türen war lediglich die Zentralverriegelung kaputt.